Also die Türme stehen in der Netzpolitik im Moment an einem ähnlichen Punkt wie vielleicht vor 30 Jahren im Umweltschutz, wo die Politik nicht begriffen hat, um was es geht, wo ein paar ganz wenige quasi als Avantgarde das Thema gesetzt haben und in die Debatte gebracht haben. Und ich habe das Gefühl, dass heute im Zusammenhang mit der Netzpolitik viele Politikerinnen und Politiker auch einfach ein bisschen überfordert sind und darum brauchen sie möglicherweise ein bisschen Nachhilfe von der Straße. Und es ist gut, dass ihr die Nachhilfe bringt. Ich komme heute mit vier Botschaften. Botschaft Nummer 1. Nur wenn wir präzise sind, sind wir glaubwürdig. Botschaft Nummer 2. Im Kern von unserem Kampf muss aus meiner Sicht oder steht aus meiner Sicht Sensibilität für Grundrechte. Punkt Nummer 3. Es geht ums Internet, aber es geht nicht nur ums Internet, wenn man gegen ACTA kämpft. Und der Punkt Nummer 4, das ist vermutlich der, wo wir nicht alle einig sind. Ich bin überzeugt, wir können den Kampf gegen Zensur und Schnüffelei, kommerzielle und staatliche, nur zusammen mit den Kulturschaffenden und nicht gegen die Kulturschaffenden gewinnen. Zum Ersten. Unser Widerstand, glaube ich, kann nur dann breit überzeugen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir präzise sind. Einer von Skandalen von dem Abkommen ist ja, wie unpräzise dass es verfasst ist, wie die vermeintlichen Garantien für Grundrechte eigentlich gar keine wirkliche Garantie sind. Und wie die Massnahmen, die man sollte können unternehmen, wie die alle sehr unpräzise gefasst sind. Es ist so, das Abkommen, das heute zur Debatte steht, ist eine Light-Version im Vergleich zu dem, was ursprünglich einmal zur Debatte gestanden ist. Es ist auch so, und ich denke, es ist wichtig, dass man das sagt, in der Schweiz würde ACTA im Bereich der Urheberrechte wenig bis gar nichts ändern. Aber es hätte in anderen Ländern wesentliche Auswirkungen und es hat in anderen Bereichen, auch in der Schweiz, wesentliche Auswirkungen. Ich glaube, wir schulden es der Auseinandersetzung, dass wir präziser sind als das Abkommen. Und ich denke, das macht uns glaubwürdig. Es gibt genug Gründe, um dagegen zu sein, ohne dass man muss irgendwelche Schauermärchen erzählen muss. Punkt 2. Sensibilität für Grundrechte ist leider in unserer Zeit heute viel, viel zu klein. Heute reden wir von einem Krieg gegen Produktepiraterie und in meinen Augen tönt das quasi wie ein Echo auf den Krieg gegen den Terrorismus, den wir ja nur zu gut kennen. Und wir müssen klar machen, wenn jemand, wenn die Politik von Krieg redet, dann ist das nicht einfach nur eine rhetorische Formulierung. Wenn man von Krieg redet, dann passiert das immer mit Absicht. Und die Absicht dahinter ist die, dass ein Krieg eine Situation ist von höchster Bedrohung, die es rechtfertigt, dass man auch Grundrechte einschränkt. Und wenn wir von einem Krieg gegen Produktepiraterie reden, dann versuchen wir, eine Situation zu schaffen, wo man auch die Verletzung der Grundrechte würde können rechtfertigen. Ich sage, unser Rechtssystem kennt Prozessgarantien, es kennt einen Schutz von Grundrechten und es gibt überhaupt keine Not, das aufzuheben. Das ist ja abgesehen davon auch der Grund, warum Amnesty International auf internationaler Ebene die EU aufgefordert hat und die Schweiz ist da sicher mitgemeint, das Abkommen nicht zu unterzeichnen, weil die Grundrechtsgarantie im Text eine Täuschung sind. Ich zitiere aus dieser Medienmitteilung. Amnesty International is concerned about ACTA's vague and meaningless safeguards. Instead of using well-defined and accepted terminology, the text refers to concepts such as fundamental principles and even invents a concept of fair process, which currently has no definition in international law. Das heisst nichts anderes, als man versucht quasi eine Pseudo-Grundrechtssprache in dem Abkommen festzuschreiben, um den Protest ein bisschen
vermeintlich den Segel aus dem Wind zu nehmen, aber alles das sind Konzepte, die nicht die richtigen Konzepte von Grundrecht sind, die international definiert sind. Ich meine, es braucht Widerstand gegen Hausdurchsuchungen, sei das digital via Bundestrojaner oder physisch vor Ort, solange es keinen begründeten Verdacht gibt. Und es braucht auch Widerstand dagegen, dass Internetprovider die Kommunikation von ihren Kundinnen und Kunden auf Vorrat überwachen. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Ja, ja, ja. 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 Ja,